Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt namens Payday 3. Das Spiel ist jetzt noch nicht raus, aber wir spielen gerade die Beta. Und ja, ich habe auch hier schon mal ein Stündchen gespielt. Ich wollte es eigentlich nur antesten und dann warten bis zum Release. Aber dann dachte ich mir, na komm, nimmst du die Beta mit auf und dann können wir da schon mal etwas früher reinschauen in das Game. Genau, ja, ich habe jetzt schon, ich glaube, zwei Runden oder so oder drei gemacht. Genau. Deswegen hier ein bisschen Geld, hier ein bisschen Erfahrung. Ich glaube, zwei Runden war es. Mit der ersten Runde habe ich mich direkt Level 1 bis 6 und danach nur noch zwei Level bekommen. Genau. Ja, zwei Runden waren es. Ein Stündchen war das. Genau. Deswegen habe ich hier schon mal eine Panzerweste freigeschaltet. Ne? Und hier auch die Flinte gekauft, da eine kleine Optik mit drauf gebaut. Und dann habe ich mir schon mal hier so ein paar Sachen angeguckt. Schalldämpfer war auf der Pistole. Und hier haben wir jetzt auch dementsprechend halt schon ein paar Sachen freigeschaltet. Vorher waren, glaube ich, nur die beiden hier freigeschaltet. Und ich glaube, der hier noch. Und dann kommt ja halt der Rest mit der Zeit. Ne, wir haben ja hier so mit Erfahrung, was da oben rechts, ne, gesperrt. Wir brauchen 8000, wir haben jetzt 690 hier in dem Reiter. Ne? Und genau. Hier ist es auch so bei den Waffen, ne? Die haben auch verschiedene Level. Und du kannst dir hier die Waffen ab einer gewissen Stufe kaufen oder halt mit den Hunden hier, die kannst du dann hier erwerben für 10.000 also das Stück. Und du kannst halt hier wirklich dann halt Schalldämpfer und Anbauten dann mit der Stufe der Waffe, nicht mit deiner Stufe, sondern mit der Waffe freischalten, ne? Das hat auch was. Ich weiß nicht, wie das nachher ist, wenn wir Prestige gehen oder so. Ob es das überhaupt noch so gibt in der Form, ob dann wieder die Waffen hier alle gesperrt sind oder ob die Level der Waffen bleiben und du dementsprechend halt alle Anbauten hast. Wie gesagt, das weiß ich nicht, da muss man vielleicht nachher nochmal gucken. Ja. Ich habe es nicht aufgebaut, ja, dann bauen wir das mal eben noch mit drauf. Ah, gekauft, draufgebaut, perfekt. Genau, ja, hier kommt ein Griffstück auch noch, alles drauf, was geht. Hat ja keinen wirklich negativen Effekt, also nicht so viel, wenn ich sagen würde, haben wir jetzt schon gemeinsam hier eine Waffe modifiziert. Hier können wir nochmal eben reinschauen. Ja, mehr Handhabung, weniger, ne? Dann lassen wir das lieber. Haben wir hier sonst noch irgendwas Interessantes, bevor wir jetzt hier in unsere erste Runde sozusagen starten? Flinte, können wir da was machen? Ich glaube, eine Optik hatten wir zur Verfügung. Griff, kurzer Griff, okay. Ja, würde ich aber erstmal so lassen. Schaft ist immer ein Pistolengriff hier, ne? Hat er dann ja nicht mehr. Optik brauchen wir bei der Flinte, glaube ich, eher weniger. Schalldämpfer, weiß ich nicht. Ja, komm. Ja, komm, drauf damit. Und dann können wir auch, wenn wir einen Schalldämpfer drauf machen, können wir hier bestimmt über Kimmelkorn nicht mehr so gut gucken. Dann nehmen wir wohl doch die Visierung. Und dann würde ich einfach sagen, haben wir hier schon ordentlich was modifiziert. Was es auch noch gibt, ist Aussehen. Du kannst die Waffe komplett färben, ne? Für ein bisschen Geld, für nicht viel, ne? Komplett. Oder du kaufst dir so ein Muster. Hier sind die. Da kannst du entweder hier, oberes Verschlussgehäuse, Lauf, Griff, Vorderschiene, Schaftadapter und Schaft oder halt Magazin und hier ab Stufe 14, ich denke, das ist die Waffenstufe, Griff, Vorderschiene und Schaft. Und dann kannst du das auswählen und dazu deine Farbe und dann färbst du nur diesen gewissen Part hier von der Waffe. Genau, das ist dann auch nochmal hier so eine Option, wenn du die nicht komplett in grün streichen willst. Ne? Genau. So. Wir haben jetzt hier derzeit nur diesen einen Überfall. Genau. Wir sind dazu gezwungen, hier online mit anderen zu spielen. Also es geht, dafür ist ja auch der Test, ne? Ist ja der technische Beta-Test hier derzeit. Und genau. Overkill? Weiß ich nicht. Da würde ich erstmal warten, bis wir eine noch dickere Panzerung haben und bessere Waffen und Anbauten und so weiter. Wir starten erstmal auf normal. Das soll wohl auch leise gehen. Ich kam einmal relativ weit mit den Kollegen, mit denen ich da gespielt hatte. Ich kenne mich immer noch nicht wirklich gut mit diesem Raubüberfall hier aus. Ich habe nur mal geguckt, was haben die anderen so gemacht. Bin mit denen mitgelaufen, habe die ein bisschen unterstützt. Vor allem nachher bei den Feuergefechten habe ich unterstützt, aber ja. Guck mal, die haben jetzt hier schon ein Gewehr, das kriegst du später erst.
Farben, Sticker, die haben Masken, die haben Trainingsanzüge, haben die sich schon gekauft. Ja, obwohl ich Trainingsanzüge nicht so schön finde, da finde ich das andere schöner. Ja, wunderschön. Also man sieht, es ist nicht mehr draußen irgendwie vor der Bank alle töten, dann in der Bank alle töten oder so und dann ist alles gut, sondern hier gibt es so viele Zivilisten, wie man sieht, dass das wahrscheinlich so nicht mehr möglich ist. Da musst du hier wirklich schleichen und dich durch die Bank kämpfen. Was wir auch gerade im Video gesehen haben, wie der Wachmann hier hinten, der da hinten steht, wie er an seinem Kragen rumgespielt hat, na da, der... Und die haben jetzt ganz anderes Movement und alles. Also es ist schon bedeutend schöner jetzt hier. Neue Kameras sind hier jetzt auch am Leuchten, wenn die an sind. Wenn die außer Betrieb sind, leuchten sie nicht mehr. Also das heißt, wenn du den Kameratypen raus hast, ne? Was haben wir denn da unten? Ach, guck mal, da steht, ob das aktiv oder nicht aktiv ist. Du brauchst die verschiedenen Keycards hier, die 4 Stück wohl. Da ist der Tresor. Da gibt es auch noch ein, so ein Nummernpad. Oder du kannst auch, wenn du es auf laut machst, dir Termit holen und oben durch die Decke brennen. Das machen wir aber, denke ich mal, nicht, denn die Jungs hier sind auch am Schleichen. Wir schauen mal, was die Jungs hier gerade machen. Nicht so nah an der Wache. Ich weiß nicht, ob das Auswirkungen hat. Ab hier wird es auf jeden Fall welche haben. Privater Bereich, ne? Es gibt verschiedene Bereiche. Öffentliche Bereich, da können wir einfach so rumlaufen. Privater Bereich, da erkennen uns nur die Wachen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und, guck mal, hier liegt schon wieder eine. Und dann hast du halt gesicherte Bereiche, das wäre der hier zum Beispiel. Ah, wir können nicht klettern, wir müssen die Maske dafür anziehen. Okay, das finde ich auch ganz cool. Der klettert jetzt hier richtig schön durch. Gesicherter Bereich, ne? Gesicherter Bereich ist ganz kritisch hier an der Stelle. Da wirst du natürlich sofort von allen, denke ich, dann erkannt. Wer flieht denn da hinten? Wer flieht denn da hinten? Achso, nee, der bringt jemanden weg, ne? Oh, nee, doch nicht. Der hat ihn gehauen und der Typ hat's nicht gecheckt, oder was? Hilfe, Mann. Pager beantworten, das ist das Symbol. Da habe ich immer erst einen Schreck bekommen, dass der nicht beantwortet wird. Habe ich gedacht, bis ich dann gesehen habe, achso, die Jungs sind dran. Ne? Oh, Kamera. Ja, da oben. Da sehen wir sie. Wir haben auch irgendwie so Wurfkameras, so eine kleine. Die müsste auch noch einer oben laufen. Ne, eine Kamera. Dann war das ja... Oh mein Gott, wir können rutschen. Ernsthaft? Alter. Auch wieder was Neues gelernt jetzt. Wie gesagt, so viel habe ich ja jetzt noch nicht hier gemacht. Schneiden finde ich ganz cool, ne? Du brauchst nicht mehr knacken, sondern... du schneidest jetzt hier... Einfach das Fenster auf. Zack, offen ist es. Und da gibt es halt hier noch so ein paar andere Änderungen. Power Room upstairs, okay. Hier haben wir Medipack. Kamera ist schon ausgeschaltet. Der Dachzugang. So, dann gehen wir mal runter. Hier. Shit. Hilfe. Und die haben die ganzen Kameras schon ausgeschaltet. Da sind noch Dokumente, die wir durchsuchen könnten. Oben links sehen wir haben noch einen Pager, ne? Das ist unterteilt in, ich glaube, 4 oder 5 Teile. Was für ihr macht, Jung? Ja, wir helfen dem mal, bevor er gleich jemand anruft.
Und dann geht's hier richtig los. Wir können die auch als Geisel nehmen, also die als menschliches Schutzschild benutzen, ne? Als Geisel nehmen wir die ja so oder so. Nur dann können wir ja halt wirklich die als Schutzschild nehmen. An die Kamera hat ein Feind entdeckt. Okay, gut, einer ist von uns aufgeflogen. Dann packen wir mal die dicken Waffen aus. Ach, hier sind die Boxen, die müssen wir ausschalten. Okay. Die gehen nämlich dann hier, wie man sieht, hier rum. Und dann wohl, denke ich mal, in die untere Etage, ne? Ja, genau. Schauen wir mal unten, wo die hingehen. Besorbe, denke ich. Hier rum. Ah, guck mal. Ah, so langsam checke ich den Job, weil ich habe immer nur ein paar Teile gesehen. Achso, Level Neustart. Ja, abstimmen, ja. Das heißt, wir stimmen jetzt auch einmal so dafür, dass wir den neu starten, weil ich möchte es auch gerne Stealth machen, ne? Genau. Ich würde gerne lernen, wie das geht, denn ich denke, die Karte wird es ja dann auch bei Release geben und wenn wir die jetzt richtig gut kennenlernen, dann können wir den Job wahrscheinlich 3-4 Mal hintereinander machen und dann haben wir schon direkt zu Anfang richtig viel Geld und können uns auch alle Waffen leisten, alle Anbauten und so weiter, ne? Hier den Weg, den kenne ich soweit auch schon. Da vorne ist gleich eine Wache. Ah, genau, da läuft er nämlich gerade. Schafft das? Er knackt gerade. Oh, nee, nee, wir warten, okay. Er stellt sich jetzt gleich da so hin. Ah, da, okay. Ja, dann dreht er sich gleich, läuft dann auch da wieder weg. Alter, er riskiert's. Und er hat's geschafft. Ja, moin. Da läuft noch einer. Scheiße, gesicherter Bereich. Fuck, ich hab da gar nicht dran gedacht. Fuck, 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 ich hab da gar nicht dran gedacht. I'm not messing around here. You need to follow me out. Jo, ich bin doch den. Hab doch den. Fuck, Mann! Digga, was soll ich sonst machen? Oh shit, der Pager. Ah, ich stehe genau am Fenster. Ich wusste nicht, dass ich das mit dem Handy mache. Okay. Da, ein Pager weniger. Das ist jetzt blöd gelaufen. Das wollte ich natürlich nicht. Bringen wir den eben hier rein. Ah, scheiße. Ich habe mich dann gedacht, dass es dann ein gesicherter Bereich ist. Ja, ja. Können wir die nicht eigentlich ausschalten? Ah, wir warten eben, bis sie sich dreht. Watch the guard. Perfekt. Looks like you're gonna need a red key card to get into the power room. This could be something. Guard, over there. Lowixia executive apparently has a safe deposit box. Oh scheiße. Nein! If you go by an office, you can figure out what box it is. Fuck! Fuck! Falsche Taste. Shit. Ah, shit. Habe ich schon abgestimmt? Stimme einfach nochmal ab, ja. Ach, scheiße. Ja, da haben wir es natürlich jetzt versaut. Ja, ich bin, ja, im alten Teil war immer auf der 3, wenn ich mich nicht irre, das Wurfobjekt, also jetzt nicht, das Wurfobjekt, genau, also die Granate, die, keine Ahnung, die Karte oder was auch immer du, oder die Wurfsterne, was auch immer du halt hast als Wurfobjekt, ne? Und hier ist G jetzt leider die Granate. Und wenn ich mich nicht irre, war G immer zum Beispiel Taschen werfen oder so und ja. Ja, das war jetzt wirklich unglücklich. Also ich habe gedrückt, habe dann eine andere Waffe ausgewählt, dadurch hat er die Granate wieder weggesteckt. Und dann habe ich es nochmal gedrückt, weil ich dann wieder einfach aus Instinkt wieder auf dieselbe Taste gedrückt habe. Das war natürlich jetzt wirklich unpraktisch. Wir folgen den Jungs, die kriegen das schon hin.
Wir schauen den mal zu. Okay, hier kannst du so direkt durchbrennen. Wenn wir dabei gesehen werden, da ist ein Ausrufezeichen, ich denke, dann geht auch Alarm. Also, ne? Okay, die eine ist aus. Hui, sind da viele. Da brauchen wir wohl eine Keycard. Ja, moin. Alter, wie es hier aussieht. Alles fliegt hier rum. Ah ja, gut. Watch the guard. Ah, fuck, ich brauche erstmal eine Kam... Ah, scheiße, ich muss erst die Maske tragen, bevor ich hier rauskomme. Da habe ich wieder nicht dran gedacht. Scheiße. Ohne Maske geht da leider nichts. Hier können wir einfach so vorbeisprinten. Okay. Jungens, Mensch. Ist das andere nicht unten? Also. Hark, da ist eine Wache. Schön, dass du auch diese Schlüssel und so hörst, ne? Der hat da was. Was ist es da hinten an seinem Hintern? Die Kameras sind ausgeschaltet, das hört sich gut an. Okay. Was hat der Typ? Also wir können auch einen Pager ausschalten, ne, dann so eine Wache. Das ist eine gute Idee, ja. Kommt der jetzt hier rein? Fände ich nicht schlimm, dann könnten wir den ausschalten, aber da müsste ich erst die Maske aufsetzen. Ach, in dem Bereich darf man rumlaufen? Okay. Okay, I know you heard me the first time. Now come along. What the fuck? Ah, er wurde erwischt. Er hat ihn ausgeschaltet. Okay. Check this in. Look out, what's your status? Over. Don't move. Let me go. I have an appointment. Okay, er kümmert sich um den Taser. Menschliches. Nee, folgen. Komm mal hier mit rein. What? Was passiert? Ich hab doch gar nichts gemacht. Oh mein Gott, warum kommen die da raus? Das ist menschliches Schild, was ich meine. Er kann nicht schießen. Ah, doch, er schießt wohl. Jetzt nicht vermutet. Machen wir es jetzt doch laut. Oh. Einer stimmt für nein, okay. Okay. Dann laut. Okay. Die stimmen ja doch ab, Mensch. Nein. Der eine sagt nein. Alle anderen drei sagen ja, okay, dann müssen wir es wohl laut machen. Wir haben ja gar keine andere. Meine Maus ist bug. Ah, shit. Das ist natürlich ärgerlich. Deinstallier. Shit. Das ist ja normal, das ist jetzt nicht so schwierig hier. Aber ich finde die Sounds von den Waffen finde ich top, wirklich. Also. Auch generell. Ist einfach top, finde ich. Ey! Oh, Reinigungskosten. Shit, Sniper.
Hier kommt man immer auf die Füße schießen. Oh shit. So, Termin wird in der ersten Etage platziert. Oh, das war ein Zivilist. Hoppala. Ja, es war jetzt unglücklich. So, jetzt können wir auch mal die Granate benutzen. Der dreht sich nämlich Richtung Granate, wehrt die so ab und dann kannst du den von hinten wegmähen. Muss halt nur die Granate hinter den kriegen, ne? Oh shit. Da kommen die etwas schwereren. Die Jungs haben es runtergeschmissen. Warum auch immer. Bist du in die etwas höhere Etage. So. Machen wir das doch mal ein bisschen größer hier. Und das hier ein bisschen schneller geht. Munition ist alle. Oh shit. Taser. Ah, dieses Geräusch. Das ist genau wie das Geräusch von Cloaker. Alter, Junge, wir hauen ja richtig raus hier. Oh, Munition. Ich weiß, ich habe eine Panzer. Ah, shit. Ich hatte mal die drin. Ich habe jetzt die Munitionstasche weggepackt. Scheiße. Natürlich jetzt ärgerlich. Dann müssen wir die Munitions sparsam töten. Ja. Dass wir hier nicht zu viel Munition verwenden. Man kann auch, habe ich gelesen, Geiseln eintauschen zu Beginn. Dass man halt. Oh, da gibt es bestimmt auch Kohle, wenn die dahinter sitzen. Zack. 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 Desto kritischer die Tür, desto öfter muss man das machen. Müsste ich eigentlich nochmal. Ah, schön. Ja, ja. Direkt hier der Hass beginnt. So. Scheiß Nazi, Alter, was ist da los? Was ist los mit dem? Ah, nee. Wie viel Hits kann jemand in seinem Gesicht aushalten? Ja. Fesseln wollte ich den. Und da platzt richtig der Glas über uns. So, machen wir mal die Tür zu. Ich weiß nicht, ob die dann immer noch befreit werden. Ah, das ist ein scheiß Taser. Oh, fuck. Meine Fresse. Danke. Welcher ist eigentlich nach. Ah, der ist Nahkampfangriff. Okay. Hallo. Magst du heute sterben? Verreckt doch endlich, Mann. Also Nahkampfangriff ist wirklich nur abwehren und nicht kaputt hauen. Scheinbar. Was machen die Jungs hier auch? Ganz ehrlich. Was geht hier rum? Oben ist doch der To-Do. Die sind die ganze Zeit am Schreiben, das ist das Problem. Mein Gott, nee. Ah, Taser. Die Geräusche, die ich nicht mag. Taser, ganz klare Sache. Ah, guck mal, hier stimmt, hier gab es Munition bei der Security. Aber auch nicht viel, ne? 35 Schuss. Taser ist ah, verdammt. Ja, wir finden auf die Distanz. Danke. Mein Gott, der Dude ist wieder. Alter, was ist denn dein Problem da hinten? Ehrlich, ey.
Ja. Also die. Yo, what the fuck? Was macht denn der Typ da? Der hat wohl keinen Bock zu kämpfen. Alter Schwede. Ja, okay, Geisel eintauschen würde ich behaupten. Aber hier haben wir eine. Also gegen Spieler austauschen. So, hier können wir in den Tresor rein. Zack. Das haben wir aufgeschnitten. Wir könnten jetzt noch die. Guck mal, das ist es. Das markiert, das ist das vom Bankdirektor, glaube ich. Das brauchen wir. Ja. Ja. Geld. Schönes, wundervolles Geld. Ah, fuck, ein Cloaker. Ah, gut, dass die Jungs das gerafft haben. Das wäre echt übel ausgegangen hier. Ehrlich. Ach, komm schon. Ach, Mann. Einfach zu früh oder zu spät immer dran. Hier habe ich auch die ganze Zeit die Angst, dass ich zum Tasche werfen G drücke und nicht Q. Also das ist, Shit! Wow, der hat ihn ganz schön schnell rausgeholt. Hat der panzerbrechende Munition schon, oder was? Dude, was ist da los? Der ja auch aufs Visier geschossen, oder? Es gibt eine neue Schwachstelle bei den Jungs. Ah, komm schon. Danke. So, dann einpacken, abhauen. Wir bringen erstmal alles noch hier. Zu den Kollegen. Denn da hinten ist ja auch der Fluchtwagen. Ich bin erst zweimal geflohen, aber ich hatte jetzt auch noch nicht die Situation. Was war es gerade oben? Da war doch gerade irgendwas. Irgendwen befreit oder so. So, wir heilen uns mal. Obwohl wir den Heilungskörper haben. Jetzt hatte ich jetzt auch irgendwie. Naja, weiß ich nicht. Ich was. Ah, Cloaker! Cloaker! Ich hab's gehört, aber ich kam nicht so schnell weg, weil ich eine Tasche getragen habe. Ist natürlich eher schlecht. So, wir machen nochmal hier. Zack, auf und hinschmeißen. Da kann sich jeder hier die Gesundheit auffüllen. So wie er Lust und Laune hat. Guck mal, mit Pfeil nach da. Sieht so aus, als ob man hier vielleicht nachher auch seine Beute loswerden könnte, so als zusätzlichen. So, du wirfst die Beute dort ab und später fließt dann einfach mit einem Fahrzeug von einer anderen Richtung. Wäre eine Möglichkeit. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. So, das gab es ja auch in manchen Missionen hier. So, wir haben alles eingeladen. So, alles bis hier geschleppt, meine ich. Barrikaden. Hier fahren nämlich so Haken raus. Die haben wir auch einfahren lassen. Dann müssen wir hier an diese Kästen. Warum was hier? Dann machen wir die auf. Machen hier irgendwie was. Und dann fahren die Dinger hier ein. Dann müsste es da hinten auch nochmal, ne? Er müsste von da kommen. Und dann parkt er, glaube ich, da so. Nicht, dass der Truck gleich da draufsteht. Das wäre irgendwie schlecht. Ach, guck mal, da kommt er rückwärts. Granate!
Shit, ein Dicker. Ich lade schon mal ein. Boah, shit, wir kriegen ja richtig einen auf die Mütze. Nein, nicht durch den Bereich laufen, bevor wir gleich fliegen. Weil wenn die anderen auch gerade zufällig da durchlaufen, wäre das echt schlecht. Scheiße, was ist denn da los bei euch, Jungs? Ah, ich glaube, ich kipp gleich um. Ich glaube, ich kipp gleich um. Jetzt warten. Haben wir Panzerungsregeneration? Oh Gott. Okay. War's das? Haben wir alles eingeladen? Haben, glaube ich, alles eingeladen, ne? Flucht in Null. Perfekt. Nice. Damit haben wir es dann geschafft. Aber auch irgendwie nicht leise, ne? Schade. Genau, hier schließt man so ein paar Sachen ab. Auge im Auge, Herausforderung halt. Und mit denen geht dann halt hier das Level schneller voran. Genau. So, was haben wir noch? Einmal Statistik. Wie lange haben wir gebraucht? 16,5 Minuten. Viermal wiederbelebt haben wir selber jetzt. Das ist nur unsere Statistik. 117 Gegner getötet und 9 Spezialeinheiten. Also das sind dann die Cloaker, die Taser und die Dozer, Bulldozer. Genau, davon haben wir dann insgesamt 9 getötet. Gewehrgenauigkeit 44%, Pistolengenauigkeit 38%. Gestohlene Taschen, ja, sieht man ja, kann man sich ja abzählen. Na, hier 20 Taschen, gibt 580.000. 2 Zivilisten getötet, kostet uns selber jetzt, die anderen wahrscheinlich dann nicht, ne? Hier nochmal 2 Zivilisten getötet, ne? Also das hat jetzt ordentlich Geld gekostet. Genau. Ah, schade, dass es einfach geschlossen wird. Das ist so ein bisschen, ich kann jetzt selber nicht länger nochmal ein bisschen reinschauen. Genau, ich wollte mal vorne noch mich gucken. Da machst du nämlich bei denen hier Fortschritte. Sehen wir da ja 630 von 1500 oben rechts. Und genau, du kannst die einmal wählen. Also manche kannst du wie den nur einmal auswählen, ne? Und den hier kannst du doppelt nehmen, denn dann hast du hier Standard und dann hast du einmal Ass, ne? Genau. Aber du hast halt nur 4 Slots frei, ne? Und deswegen musst du halt gucken, wie du das machen willst. Der hier, an dem wäre ich wirklich interessiert. Kann ich irgendwie auswählen, dass ich den erforschen will? Da steht ja erforschen. Weiß ich nicht. Fände ich mich cool, weil hier kriegst du, du knackst ein Schloss. Dann kriegst du Tempo. Durch Tempo kriegst du hier die Fähigkeit, dass du halt schneller Schlösser knacken kannst. Ja? Beziehungsweise werden Schlösser nach einem erfolgreichen Versuch sofort geknackt. Genau. Und dann Wurfobjekte lassen sich wieder aufheben. Ne? Also natürlich keine Handgranaten, ne? Aber die anderen wahrscheinlich dann halt nachher. Tempo hier, ne? Packst 50% schneller Taschen ein. Ne? Das ist natürlich auch nochmal super. Und Wurfobjekte prallen bis zu 2-mal von der Umgebung ab. Genau. Was haben wir hier? Stufe 18 brauchen wir dafür. Wurfobjekte brauchen wir hier ein bisschen was. Wir könnten eine Blendgranate nehmen, aber ich weiß nicht wofür. Infraschallmine. Das hört sich gut an. Nehmen wir mal die Munitionstasche, weil wir haben eher weniger Probleme mit dem Leben als mit der Munition. Panzerungstasche können wir uns jetzt auch holen. Schauen wir mal eben hier rein, hier haben wir ja eigentlich soweit eigentlich alles. Ne? Genau, wir sind ja eh erst Stufe 4. Wir haben da jetzt nicht den wirklich großen Fortschritt gemacht bei der Waffe. Aber was ich gerade sehe, so mit dem Holz und dem Schwarz. Achso, er färbt komplett alles ein. Okay, nee, das ist ja doof. Ich hätte sonst gesagt, kann man den, die Waffe selber vielleicht nochmal einfärben in Grau oder so. Aber nee. Können wir andere Pistolen kaufen? Ja, wir können uns mittlerweile jetzt hier den Revolver holen. Ne, testen wir auch mal den Revolver dann. Da will ich hin. So, Anpassung, Lauf, Visier. Ja, komm, obwohl bei einem Revolver brauchst du keine Optik eigentlich. Haben wir hier neue Waffen? Nein, natürlich nicht. Ne? Die 818er Flinte haben wir ja schon. An der wäre ich interessiert, wirklich. Ne? Die, ja, weiß ich nicht, Gewehr, ne? Aber macht halt was mehr Schaden. Ne? Oder das Ding, ne? Das oder das? Aber eher das hier. Würde mich jetzt interessieren. Und dir natürlich auch. Ich überlege auch schon unsere ganze Kohle. Wir haben jetzt schon immerhin 2,3 Millionen. Das ist ja unfassbar viel Geld. Erstmal hier unten rein zum Ballern. Ne? Kaufen wir uns mal so einen Sticker. Hier den Sticker. Dass wir einfach später mal alle Sticker haben.
ist ja nicht viel, mein Gott, die paar tausend da. Die sind ja hier in Payday wirklich gar nichts. Wir können auch mal hier die alle kaufen. Zack, 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 zack. Was haben wir hier? Waffenanhänger. Ah, da brauchen wir diese anderen, da brauchen wir die hier. Okay, kaufen wir uns einfach mal hier schon. Mehr können wir uns jetzt nicht holen, wir können jetzt die hier noch holen. Damit ist dann auch hier Ende und dann können wir uns hier noch welche holen. Weil wie wir sehen, können wir auch nur zeitlich begrenzt welche holen. Das heißt, du machst sie voll und dann kriegst du nicht mehr an dem Tag. Dann musst du wahrscheinlich an einem anderen Tag wiederkommen und dann kriegst du wieder dieselbe Menge. Damit du nicht ganz viele Missionen machst und dann einfach alle auf einmal kaufst. Ne? Ich denke, da kommt das dann her. Ja, komm. Achso, den können wir uns ja jetzt gar nicht leisten. Stimmt, ja. Aber kaufen wir auch, dann haben wir die Kleidung. Dann holen wir uns noch den dunkleren Trainingsanzug. Handschuhe, okay. Masken, ach schön. Hier einmal Muster, Farbtöne, aber ja, dann noch die Masken selber natürlich, aber es gibt jetzt hier kein Material mehr, ne? Dass es dann Metallic glänzt oder so, ne? Oder matt ist oder aus Carbon. Das gibt es jetzt hier so nicht. Okay. Oder kommt vielleicht noch, ich weiß es nicht. Gage Waffenhändler, Geline Maskendesigner, Mr. Wright Schneider und Setaki, der Währungsbroker, so heißen die. Wie viel haben wir? 67. Da könnten wir uns tatsächlich die Anhänger für holen. Aber das macht keinen Sinn. Wir holen uns erstmal die Waffe. Und ja, wir haben jetzt hier einen Revolver. Wir können auch nochmal die Flinte ausprobieren. Ich habe eigentlich schon fast verschiedene Setups. Da können wir auch den hier mal auswählen. Flinte und Revolver. Und Sturmgewehr mit Pistole. Was nehmen wir denn hier? Hier brauchen wir was für die Munition. Da hat die Munition auf jeden Fall Priorität, würde ich sagen. Und dann nehmen wir noch das. Obwohl das hier keinen Sinn ergibt, das macht Sinn. Erhöht die Regenerationstempo deiner Panzerungsteile um 20%. Deine Tasche hat plus 2. Ja, gut, der kommt, nehmen wir erstmal den. Gut ist. Genau, dann haben wir noch den hier. Den haben wir soweit schon, glaube ich, ausgerüstet. Und der hier ist auf Teilen ausgerüstet, brauchen wir nicht. Da sieht man nämlich jetzt das Ass, ne? Sonst wäre der nur so. Dann nehmen wir noch das hier, denke ich. Und dann haben wir's. Ich würde so gerne Wurfmesser haben, weil dann habe ich das Problem mit der Granate halt auch nicht mehr. Hier noch das eben ausrüsten und dann sind wir auch schon, denke ich, fast so weit. Um zu sagen. Ah ja, genau, da haben wir noch gar nicht reingeguckt. Wir können hier auch auswählen, wer wir sind. Ne? Wir haben jetzt den Favoriten Dallas, ne? Dallas als Favoriten hier. Und wir können auch zufällig auswählen oder halt hier die drei oder beziehungsweise vier. Wir können halt oben auswählen, welchen wir oben haben wollen. Masken, können wir Standardmasken nehmen, also die von den Charakteren selber. Oder wir uns natürlich hier, wie wir schon gesehen haben, unsere Maske selber erstellen, wie auch im alten Teil. Und Anzüge, genau dasselbe, wir können den Standardanzug nehmen oder die Zusatzsachen. Wir können auch ebenso hier mit den Handschuhen verschiedene Sachen auswählen, aber das dann alles später. Und ich würde sagen, das war's für die Folge und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier wieder bei Payday 3 in der Beta. Und dann werden wir mal schauen, wie viel Geld wir noch erwirtschaften können. Ist zwar immer wieder dasselbe Raubüberfall, aber wir verdienen dadurch ja Geld, neue Waffen, die sich natürlich dann halt auch dementsprechend anders spielen lassen. Und wir können auch schon mal Sachen freischalten, Erfahrungen sammeln, dann denke ich für den richtigen Release.